Hallo Leute, heute wollen wir zusammen auf Schleinangeln fahren und ja, wir haben es schön dunkel, schön früh, 4 Uhr haben wir es erst, aber es wird schon schön hell da hinten, sieht man schon. Ja, ich werde mal gucken, was heute geht. Ja, Schleinangeln, Karpfenangeln, am gleichen Gewässer wie beim letzten Mal und ja, mal schauen, was passiert. Wir haben nebenbei noch die Stellfischroute dabei und werden vielleicht auch noch auf Hecht probieren. Vielleicht, man weiß es noch nicht, weil ich immer eigentlich gerne nur auf eine Zielfischart angel. Und ja, wenn ich auf Schleie angel, dann kann ich auf Hecht angeln. Entweder Schleie oder Hecht. Ja, ich werde auf jeden Fall probieren und ja, vielleicht können wir trotzdem noch einen schönen Fisch am Band kriegen. Gut, dann machen wir erstmal auf die Socken, weil es sonst nachher zu hell wird. Und dann sehen wir uns nachher später im Wasser, ne? So, angekommen sind wir. Es sieht schon richtig geil aus. Die Seerosen haben sich schön breit gemacht. Auf unserer Seite leider noch nicht so, aber das ist noch nicht so schlimm. Ich denke, wir werden trotzdem den einen oder anderen Fisch noch überlisten können. Die Rute ausgepackt erstmal. Bisschen Mais dran wieder, bisschen Würmer und ja, mal gucken, was wir bekommen. Also heute wird ziemlich früh hell schon, um 4:30 war schon hell. Ja, noch früher aufstehen hätten wir können, aber naja, gut. Das reicht ja auch völlig. Wir sind jetzt kurz vor 5 hier. Das reicht völlig. Ja, was gibt es jetzt noch zu sagen? Wir werden jetzt, die Taktik ist so, wir werden so weitermachen wie bisher. Nicht über tief stellen, sondern knapp über Grund und noch ein bisschen anfüttern gleich. Und ja, dann mal gucken, was so geht. Ja, schon echt krass. Wir haben es jetzt 5 Uhr. Mega hell. Richtig hammergeil. Also, wir haben jetzt die Hechtpose ausgebracht und die Schleierrute. Ja. Mal gucken, was wir hier noch landen können heute. So, wir haben gerade einen richtig geilen Fisch ab im Run. Einen richtig geilen Karpfen, glaube ich. Der geht richtig ab gerade. Richtig schöner Fisch. Müssen wir schön aufpassen jetzt. Weil doch die Seerosen und alle unter Wasser sind. Die Spitze nicht aus. Am leichten Gerät. Hammergeil. Also ich denke, vom Run her können das schon schöne über 50 Karpfen sein. Nur aufpassen mit der Hechtpose, dass der Karpfen da nicht reingeht. Hammergeil. Und das Punkt um 6 Uhr. Oh, da ist eine Seerose. Geh weg da. Schön umgeleitet. Halten voll in die Seerosen rein. Oh ja. Schöner Karpfen. Jetzt aber raus mit dir. Schöner Spiegel. Richtig geile Spiegel jetzt. Richtig geil.
Zug. Die Route ist gebrochen. Das ist natürlich das Problem bei dieser scheiß Mitschnecksbrücke oben. Und der Fisch hier vorne drin. Richtig schöner Spiedle. Wow. Schönes Tier. Aber da könnte schon an die 60 fast gehen. Herrlich. Richtig geiles Tier. Schade, dass die Route erst gebrochen ist. Ja, das kann ja was werden jetzt noch. Mal gucken, ob wir es noch hinkriegen. Scheiße. Voll weggebrochen. Glaub das jetzt nicht, ey. So, Plan B. Die Route ist gerade gebrochen. Das war scheiße mit den Karpfen hier noch. Und dann diese leichte Route, leichte Spitze, ist alles weggebrochen da vorne. Scheiß drauf. Ich habe doch mal die Stellfischroute dabei. Die werde ich jetzt mal umbauen. Und dann sehen wir uns wieder. So, Plan B ist geglückt. Stellfischroute ist umgebaut. Als Karpfenroute, Schleinroute, wie auch immer. Ich denke, damit habe ich einfach viel bessere Chancen, auch einen besseren Karpfen rauszubuxieren. Denn diese Matchroute, die sind einmal zu leicht gehalten. Ich glaube, da hätten wir mit der Matchroute noch viel mehr Erfolg als diese Bolognese-Route, die ich jetzt hatte. Und naja. Ja, für so einen Fisch hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Schade, dass die Route gebrochen ist. Aber gut, kann man jetzt machen. Ich werde die auch aussortieren. Also sowas kommt man nicht mehr in die Tüte, so eine scheiß leichte Route. Dann fährt doch auf eine Matchroute umwechseln, mal gucken. Ja, dann schön Biss. Oh ja. Ah, scheiße. Das waren schöne Karten. Schön. Verdammt. Schön Biss. Schöne Biss. So, nächsten Fisch gehakt. Erster Fisch auf der Stellfisch. Alter Stegel. Scheint ja ein Karpfen zu sein. Aber diesmal nicht mit mir. Diesmal habe ich vorgesorgt. In der Stellfisch. Auch trotzdem ein schöner Kampf. Hammergeil. Schön. Der wird zwar kleiner sein als der andere, aber trotzdem schön ist hier.
Ja, das entwickelt sich heute zum Karpfenangeln. Und Karpfen sind ja auch an sich echt schöne Fische. Auf jeden Fall kämpfen die echt gut. Und diesmal ein Schuppen. Hey, wer soll mir die ganzen Schleim weg? Kämpft der schlimmer als bei der Bolo-Route, ey. Der Baum kommt nicht hier auf. Naja, kleiner würde ich nicht sagen. Wieder ein schöner Fisch. Ja. Da ist er. Schöner Schuppi. Doch ein etwas kleiner ist er wohl. 50 oder was. Aus ein schönes Tier. Mann, Mann. Herrlich. Cool. Schön gefärbt sind die hier. Hammer. So, das war das Angeln auf Karpfen und Schleie heute. Ich würde sagen, erster Urlaubstag geglückt. Zwei schöne Karpfen erwischt. Die Schleien wollten nicht so wirklich. Sie waren am Ort. Die Bläschen kamen nach oben. Aber nur Fehlbisse und ja, schade halt. Naja, gut. Meine Route ist noch gebrochen. Das war natürlich so ein Pleitenpech- und Pannenfall. Dann habe ich die Steilfischroute umgebaut, was aber genauso ging. Und ja, super. Wir werden jetzt zusammenpacken. Hier kam gerade noch ein anderer Angler und der ist jetzt mit dem Boot hier drauf und der macht ein bisschen viel Krach mit seinem Blinker und Spinner und was auch immer. Ich sag mal so, wer zu spät kommt, ne? Der frühe Vogel fängt den Wurm. Ja, wir werden jetzt zusammenpacken und ich fahre jetzt nach Hause. Ich habe noch eine kleine Überraschung erlebt auf dem Weg nach Hause. Die habe ich euch im Video mit reingeschnitten und würde mich freuen, wenn ihr noch dran bleibt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal und bis dann.